Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Bist das Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich gegen nur erfindlichen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. And I think that's about it for today. Now, I think I'll just go and do something else.
crap, I've gotten out of cola. Kyoshin Tech in the studio, Sam speaking. Herr Burgdorf ist ein cholerischer Mensch. Oh, hallo Burgdorf, wie geht's? Der immer wieder aus sich rausbricht. Was ist das? Der, wo immer wieder irgendetwas hochkommt, aus verschiedenen Ecken. Ja, ich erinnere mich. Es sollte aus Strahlenbad. Es würde nicht ausstrahlen, wahr? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Warum? Das ist frauenfeindlich. Und die Figur ist die Stimme meiner Seele. Ohne die Figur, ich bin im Arsch. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Kann ich mit dem Führer sprechen, bitte? Ich brauche dieses Problem lösen. Sofort. Diese Szene soll sich abgespielt haben. Danke, Willi. Ich schätze das. Don't worry, it's getting sorted out. Burgdorf, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Ja, ich will was zum Teufel geschah wissen. Was sagen Sie? Hören Sie den Beschuss nicht? Ja, ich weiß das. Warum wird es nicht ausstrahlen? Ihr Freund Willi sagte mir, dass niemand eine Frau im Scheinwerfer will. Ich verwege jene Scheiße zu glauben und ich will eine richtige Antwort. Sofort! Die Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Dolphy, Dolphy, Dolphy. Sie kapieren nicht, das war. Das Mädchen meint viel zu mir. Sie ist wie eine Tochter zu mir. Ich liebe sie, als ob sie mein Kind wäre. Ich glaube an ihr, ich will sie, fern ins Leben zu gehen, und ich will Mädchen ein gutes Vorbild zu haben. Ich sollte niemals euch, ein Haufen Nazis, vertraut haben. Ihr ruiniert alles, sogar Zeichentrickfilme. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Well, that was just really rude of him. And why does he want me to hang the Air Force? I don't get it. Oh well. Das heißt unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!